Hallo meine Lieben, herzlich willkommen auf meinem Kanal Hijab Flowers. Leider konnte ich lange Zeit, also fast zwei Wochen lang, kein Video hochladen. Es tut mir wirklich leid. Ich musste sehr dringend in die Türkei. Ich bin wieder zurück. Einige wissen, warum ich in die Türkei musste, die mir auf Snapchat folgen. Als Entschuldigung habe ich jetzt erstmal eine Glossybox-Unboxing-Video, das mein letztes Glossybox-Unboxing-Video sein wird, da ein Jahr vorbei ist. Ich hatte es genau vor einem Jahr geschenkt bekommen. Und als Entschuldigung und als Entschädigung werde ich minimum drei Glossybox, die ich selber kreiert habe, verlosen. Als Entschuldigung und als Dankeschön für die ganzen lieben Kommentare und dass ihr mich einfach auf meinem YouTube-Kanal begleitet und unterstützt. Dann fange ich sofort mal mit meinem Glossybox an. Mal gucken, was uns einfach der Inhalt erwartet, Und falls ich da einige Sachen habe, bei denen ich sage, ich kann es nicht verwenden oder ich habe zu viel zu Hause, wird der auch einfach in die Verlosung mit reingenommen. Mein Niesgutschein und Salonbesuchschein. Ist schon schade, dass das letzte Mal ist, aber ich glaube, ein zweites Mal möchte ich das nicht mehr haben. Motto ist Pretty Picnic. Pretty Picnic ist Motto dieser letzten Glossy Box, die ich bekommen habe. Irgendwie riecht das schön. Eine Leseprobe, die ich leider sehr selten bekommen habe, das ist hier von Sarah Lark, Unter fernen Himmel, ein Roman. Ich liebe Leseproben, aber leider habe ich echt wenig davon bekommen. Das ist sogar das zweite Mal, dass ich eine Leseprobe bekomme. Ist sehr selten gewesen. Also die Glossy Box sieht echt interessant aus. Ich mache das schnell und gucke sofort, was es sein soll. Also ein Duschschaum von Akai Yuzu. Oh, irgendwie riecht hier das voll schön. Ein Duschschaum von Akai Yuzu von der Marke Spitzner. Oh mein Gott. Leute, der riecht hier sowas von schön fruchtig. Ich weiß jetzt nicht, welche Duftrichtung das sein soll, aber... Hier steht das leider auch nicht. Aber echt, der soll 4,20 Euro kosten. Finde ich okay. Falls der mir gefällt, würde ich den nachkaufen, weil der nicht teuer ist. Dann kommen wir zum nächsten. Ist ein Parfüm. Hier zu dem hier. Ich suche den sofort in unserem Magazin. Das ist ein After Sun Lotion. Ah, schön. Ich bin in 20 Tagen wieder in Türkei, in Izmir, zu der Hochzeit von meiner Schwester. Und auch das Sun Lotion würde dann gut tun. Boah, der kostet, das ist eine Originalgröße und der kostet 11 Euro. Also für so ein Mini-Ding 11 Euro, 50 Milliliter. Mal gucken, warum der 11 Euro kostet, ob der wirklich so gut ist. So etwas, was ich direkt gesehen habe, als ich die Box geöffnet habe, ist von Emi Make-up. Emite Make-up oder wie man das liest, ist ein Lip-Check-Tint für sinnliche Schmollmund und leuchtende schöne Wangen. Brauchst du jetzt nur noch ein Produkt. Ach, das ist auch für Wangen und auch für die Lippen geeignet. Ist in der Originalgröße und kostet 16 Euro. Nicht billig, ne? Ich versuche den mal sofort zu swatchen, um zu gucken, ob die Farbe etwas für mich ist. Wow, also hier sieht der so eher so bordeauxhaft aus. Jetzt sieht der hier aber ein bisschen... lila aus. Wir swatchen mal zusammen. Ach, das ist wirklich so ein Lip-Tint. Also, oh, das sieht aber schön aus, ne? Auf den Wangen so eine Farbe, weiß ich nicht, wie es sein wird, aber wenn man den vielleicht schön genau ein
massiert sozusagen, könnte der vielleicht sogar auch ein schöner Wangenprodukt sein. Aber weiß ich noch nicht, habe ich noch nie sowas probiert. Also nie so etwas auf die Wangen probiert. Sowas, so ein Lip Tint hatte ich mal für die Lippen. Ist, glaube ich, sowas Natürliches, Schönes. Ich müsste mir das mal noch besser angucken, wie das überhaupt auf mir aussehen würde. Und dann kommen wir zu etwas, was ich auch direkt interessant finde. Wow! Farbessenz für Augenbrauen und Wimpern steht jetzt da. Und Dunkelbraun. Wow! Kurz bevor ich mich entschieden habe, die Glossybox nicht nachzukaufen, haben die mir jetzt eine super Glossybox geschickt. Bis jetzt haben mir wirklich alle drei Produkte gefallen. Das ist hier ein Originalprodukt, kostet 9 Euro. Es ist zweimal kann man es anwenden. Wir gucken mal, wie das jetzt drin aussieht. Oh, das ist sehr schön. 2 in 1 soll das sein. Einmal so ein Gel und einmal Color-Gel. Finde ich sehr schön. Also ich hatte noch nie sowas, aber einmal hat mir meine Freundin mal meine Augenbrauen gefärbt. Ich fand es sehr schön. So, dass ich das jetzt selber mal probieren werde. Und 9 Euro. Und hier ist auch sogar eine schöne Anwendung gegeben, wie ich das alles machen muss. Es sieht einfach voll schön aus. Glossy Box, du hast dich echt übertroffen. Auch noch in meiner Augenbrauenfarbe. Top, top, top. Gut, und passend dazu haben sie mir auch einen Farbenfleckenentferner von derselben Marke gegeben. Falls ich irgendwie ein bisschen kleckere und nicht schön und gut meine Augenbrauen malen kann, kann ich auch mit diesem Tintenremover, also Farbfleckenentferner, auch die Farben entfernen. Echt, ich bin sehr, sehr, sehr zufrieden, Leute. Das sind 1, 2, 3, 4, 5 Produkte gewesen. Ich guck mal. Und als Geschenk haben die mir sogar ein sechstes hier reingetan. Konzept von einer Glossybox ist, dass man immer 5 Hautprodukte hat und die restlichen sind so, ja, wie soll ich sagen, so Probeprodukte. Aber das ist wieder ein Originalprodukt. Also habe ich 6 Originalprodukte bekommen. Also nicht 5, sondern 6. Dankeschön. Das ist hier einfach ein Nail Rubs, steht da. Die kann man einfach auf die Nägel kleben, so dass man Tropical Garden ist das. Zwar hatten die hier ein andere schöne Motive. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. So einige mit Blumen und so. Würde vielleicht schöner aussehen, aber für mich ist das jetzt etwas Cooles, was ich aber nicht benutzen kann. Deswegen wird das höchstwahrscheinlich in eine Glossy Box Verlosung wandern, weil ich finde es echt schön. Nail Scrub von Miss Sophie, halten auf Natur und Gel Schellacknägeln. Toll auch Akzentnägel mit schönen Sommerfarben. Ja, kann man schön im Sommer benutzen, muss man nicht unbedingt auf Gel oder Schellacknägel machen, sondern man kann es auch ganz normal auf die Naturnägel drauf kleben. Genau, das wird dann auch einfach in eine Box reingetan. Genau, das waren die 5 Teile, 5 Produkte, 6 Produkte, die mir sehr gefallen haben. Ich habe extra sehr schnell versucht, mein Unboxing-Video zu drehen, damit wir eigentlich zu dem hauptsächlichen Video kommen, wobei ihr alle wartet, sondern auf die Verlosung. Was wird überhaupt verlost? Und die Bedingungen für die Verlosung kommen zum Schluss. Erst möchte ich euch die 4 Inhalte von den Glossy Box zeigen, die ich selber kreiert habe. Es müssen immer 5 Produkte sein. Bei einigen habe ich eher so 6 Produkte reingetan, wobei ich wirklich nicht sagen kann, welche Box meiner Meinung nach die beste Box ist. Ihr müsst selber entscheiden, was ihr mehr gebrauchen könnt, was ihr schöner findet. Dementsprechend könnt ihr einfach sagen, welche Box ihr schöner findet und welche Box ihr haben wollt. Ich komme zu der ersten Box. Ich habe das jetzt einfach, ich mache das durcheinander. Ich werde echt nicht sagen, was schöner und schlechter ist. Meiner Meinung nach hat jede Box etwas sehr Schönes drin. Aber ihr müsst selber entscheiden. Ich fange sofort an. Bei jeder Box habe ich eine Gesichtsmaske reingetan. Und zwar bei der ersten Box ist das die Balea Milch- und Honigmaske. Honey wollte ich sagen. Milch- und Honigmaske mit
Aktienholz, pflegt die Haut geschmeidig mit Mandelmilch, ist von der Marke DM, also Balea. Ich finde die Masken, die ich reingetan habe, finde ich alle sehr schön. Die verwende ich sogar zu Hause selber. Ja, das ist hier einfach eine regenerierende Maske, die man zweimal verwenden kann. Und dann kommen wir zu den berüchtigten W7 Paletten, die sind dann Naked Paletten Dupe sein soll. Und zwar, das ist hier der in Light Toasted, Lightly Toasted in the Buff. Irgendwie Natur-Nude Farben sind da drin. Ihr seht so bräunliche Töne, hier kann ich sagen, sind nur zwei Töne. Nicht, ja, da sind nur zwei Töne, die matt sind, der Rest ist schimmernd, aber trotzdem schön und angenehm schimmernd. Aber ich will jetzt nicht viel darüber reden, ich glaube, das kennt echt relativ jeder. Dann habe ich eben noch den Nagelkleber, sozusagen Sticker, reingetan in der Farbe Tropical Garden. Es wird Nail Rubs genannt, ist etwas Schönes, was ihr eben ja schon gesehen habt. Sommerliches, was ich nicht verwenden konnte, deswegen habe ich ihn sofort reingetan. Und zu den letzten beiden Produkten, es ist hier ein Sundance April Lotion, hautberuhigend mit Panthéöl, ist von DM und zwar zu einer nächsten Produkt von Benefit, die ich auch von einer Glossy Box damals bekommen habe. Ich habe immer die Sachen, die ich nicht verwenden konnte, immer zur Seite gelegt, weil ich immer vorhatte, für euch eine Verlosung zu drehen. Und jetzt drehe ich diese Verlosung für euch. Die ist von der Real Lash Mascara. Aber, Moment. Zwar steht hier nichts von einer Base drauf, okay? Also, aber eine auf YouTube hat mir jemand geschrieben, dass das eine nicht die Real Lash Mascara sein soll, sondern eine, also als Base unter einer Mascara verwendet wird. Guck mal, ich öffne das gerade zum allerersten Mal. Hier, die ist genauso gleich wie die normale Real Lash Mascara Form Bürste. Aber ich weiß es gerade nicht. Aber ihr wisst es bestimmt besser. Hier steht wirklich nichts von einer Base Mascara, aber irgendwie steht hier nur Mascara or de la Mascara. Keine Ahnung. Ihr könnt hier mal gucken, ob es eine Mascara ist oder einfach eine Base unter einer Mascara. Trotzdem finde ich beide Sachen super schön verwendbar. Genau, das waren dann die fünf Produkte bei der ersten Box. Ich zeige das ganz schnell. 1, 2, 3, 4 und 5. Ups. Genau, das waren die fünf Produkte bei der ersten Box, die ihr kriegen könnt. Kommen wir zu der zweiten Box. Bei der zweiten Box komme ich erst mit den unspektakulären Sachen. Das war hier einfach ein Hydro-Shampoo von Ahuhu Organic Hair Care. Intensivfeuchtigkeit mit Hyaluronsäure. Intensiv und schön, was weiß ich was. Der ist noch nicht geöffnet. Ich habe nicht mal daran gerochen. Aber es war auch etwas ein Teil von einer Glossy Box, die ich bekommen habe. Ja, ein Shampoo, was ich zwar nicht kenne, aber einfach reingetan habe. Als nächstes kommen wir zu einer Icon Milano Mascara, die wasserfest sein soll. Genau. Ich zeige die Bürste. Die Bürste ist anders. Also es ist keine Plastikbürste. Genau, die hatte ich auch von einer Box bekommen. Dann zu einem schönen Nagellack von Catrice Kosmetik und zwar in der Farbe 108, The Very Very Best. Und es ist eine Gesichtsmaske, man kann es als eine Gesichtsmaske verwenden. Wie gesagt, ist von Louvre Heilerde, Louvre Heilerde Maske. Ja, die Maske, die in jeder Box drin sein soll. Und dann die letzten beiden Sachen hier.
Das ist diese Zahnweißstreifen, die die Zähne weiß machen sollen. Whitening Strips steht drauf. Die ist schon gebraucht, Leute. Also nicht sauer sein, wenn ihr merkt, dass da einer fehlt. Aber ich wollte den nicht wegschmeißen. Ich habe einen ausprobiert und die ganze YouTube-Kanäle schwärmen ja wirklich fast sowas von über diesen und genau über diese Marke. Deswegen hatte ich mir den bei Amazon bestellt und gemerkt, dass meine Zähne sehr empfindlich sind und das war sehr schade. Aber ich konnte es leider nicht verwenden und ich wollte es auch nicht wegschmeißen. Ich finde, es ist trotzdem verwendbar, weil es ist nicht schlimm, dass ich eins rausgenommen habe und benutzt habe, finde ich, weil die sind ja alle so oder so in diesen Verpackungen drin. Und für Leute, die nicht empfindliche Zähne haben, ist das, finde ich, was ganz Tolles. Viele sagen ja, dass sie nicht empfindliche Zähne haben und sehr zufrieden mit dem Produkt sind. Deswegen habe ich das jetzt in die zweite Glossybox reingetan. Und dann zu dem letzten Produkt. Es ist ein Dior Lippenstift aus der Türkei. Ihr wisst dann, dass das nicht wirklich original ist. Aber es ist in einer schönen Verpackung. Es ist von Dior in der Farbe 16 Diva. Und wer Diva, könnt ihr euch ein bisschen vorstellen, was für eine Farbe. Es ist so ein bäriger Bordeaux und lila Ton. Ich habe es noch nicht benutzt und deswegen möchte ich auch kein Swatch deswegen machen, damit ihr merkt, dass der nicht benutzt ist. Bei Lippenprodukten benutzte Sachen zu verlosen geht ja gar nicht. Aber es ist ein Dior Lippenstift. Ist schön. Also ich habe mir auch selber einen geholt. Der war jetzt für euch. Das waren jetzt dieses Mal 6 Produkte, die ich auch jetzt ganz schnell wieder zeige. 1 für die Zähne, Lippen, Wimpern, Nägel, Shampoo, Haare und ja, Maske. Kommen wir zu der dritten Glossy Box, die ich verlosen werde. Dritte. Die öffnen wir mal sofort, bevor hier mein Video zu lang wird, beeile ich mich mal. Wie bei jeder habe ich auch eine weitere Maske. Und zwar wieder von dem Balea Anti-Falten-Maske. Pfleg- und anspruchsvolle Haut. Straffend mit 2-mal anwendbar. Wie ihr gemerkt habt, gab es bei jeder Glossy Box, also bei jeder Box etwas für die Nägel und hier auch etwas für die Nägel. Ist ein matter Nail Polish Nagellack in Silber. Merkt ihr das? In Silber. Der soll matt sein. Noch nie verwendet und gebraucht, deswegen kann ich jetzt nicht sagen, ob der gut oder schlecht ist. Dann habe ich hier von Hugo Boss für Showergel, also Duschgel. Daran rieche ich mal kurz. Ja. Riecht schön angenehm von Hugo Boss. Dann, wie ihr gemerkt habt, gab es auch bei jeder Box etwas für die Wimpern. Hier ist es der Get Big Lashes Volumenkur Mascara von Essence. Ich kann mal öffnen. Die sind alle nicht gebraucht, Leute. Ich öffne sie, und damit ich die einfach vor der Kamera zeigen kann. Mit einer richtig relativ dicken Bürste. Die kennt ihr bestimmt alle. Und dann, wie fast bei jedem, habe ich etwas auch was für die Lippen. Dark Devil ist ein Lipgloss in einer sehr schönen Farbe von Bare Minerals. Die Marke kennt auch jeder. Ist Marvel Moxie, steht da. Und ja, in der Farbe Dark Devil. Dark Devil. In einem schönen Ton, Leute, und ich finde das einfach schön in so einem schimmernden, wieder in derselben Tonrichtung, würde ich sagen. Oh mein Gott. Asozial, das ist hier einfach asozial. Ich muss umziehen. Oh. Leute, ist in derselben Farbrichtung wie der Dior Lippenstift. Ist so ein, meiner Meinung nach, bäriger, aber nicht Bordeaux, sondern bäriger Lila-Ton.
Ich will den nicht swatchen. Ich will den einfach ungeswatcht verschicken. Zu dem letzten Produkt, was da drin ist, ist eine schöne Daniel Wellington Fake nachgemachte Uhr von der Marke Leonardo Verelli. Quarz steht darauf. Das ist hier in einem, der Kopf ist in einem schönen Goldton und hier der Armband ist in einem lila, weiß und dunkelblau Farbstreifen. Der Kopf ist schon ein Stück, Moment, ich kann den hier aufgetragen zeigen. Da ich eine relativ dünnen Handgelenk habe, sieht das ein bisschen, eigentlich sieht das nicht schlimm aus. Sieht das ein bisschen groß aus, aber es sieht schön aus. Für Leute, die einfach Daniel Wellington Uhren schön finden und auch was Dickeres auch schön finden, ist das eine schöne Alternative, finde ich. Genau. Schnell zeige ich euch wieder den Inhalt von der Box. Hier die schöne Uhr. Essence Mascara. Essence Mascara, Bare Minerals Lip Gloss, Balea DM Maske, Hugo Boss Body, Shower Gel und Primark Nagellack, Matt Nagellack. Genau, das sind hier die 1, 2, 3, 4, 5, 6 Produkte in der dritten Box. Dann kommen wir schnell zur letzten Box, die ich verlose. Ui. Die letzte Box ist dann hier der hier mit einem, bei dem hier ist es ein bisschen mehr, aber auch weil es so kleine Produkte sind, deswegen habe ich hier dieses Mal nicht 6, sondern 7 Produkte. Es ist die Luxusmaske mit Gold von Cher Bins. Die Marke kennt ihr bestimmt alle von DM. Das ist einfach aktiviert, eine Maske, die die Zellen aktiviert und den Ton verfeinert. Dann kommen wir zu einer Royal Apotheke Cream, steht drauf. Ist ein Body Cream, also eine Körpercreme, die so unspektakulär aussieht. Ich komme zu den süßesten Sachen in dieser Box. Und zwar hier ein Panda Patches. Das kennt ihr bestimmt alle. Die kann man ja mit der Bügel, kann man auf Jeansjacken, Jeans, Shorts, Jeans, was weiß ich, Hemd oder überhaupt, muss nicht unbedingt Jeans sein, kann man einfach auf die schönen Klamotten drauf bügeln. Das kennt ihr aber bestimmt alle. Und ich fand einfach diesen Motiv hier voll süß. Das ist einfach ein Panda-Motiv und passend dazu habe ich ein Panda-Heftchen mit reingetan. Ich zeige euch mal. Den hatte ich von Wish bestellt und ich fand das voll süß. Man kann das einfach in die Tasche mit reinnehmen. Das ist hier einfach ein Heftchen. Und guck mal, wie süß, ja. Hier unser Lippenbutter in Froschform. Die Box ist hier einfach voll süß, finde ich. Und dann Manhattan Eyeshadow. Genau, das ist die. Das war hier die letzte Box. Die vierte Box. Das sind dann hier die 4 Boxen, die ich verlose an 4 verschiedene Personen. 1, 2, 3, 4. Die Bedingungen dafür sind, dass ihr einfach nur schreiben müsst in den Kommentaren unter meinem Video, was euer Lieblingsbox ist, was ihr gerne haben wollt. Einfach draufschreiben. 1, 2, 3, 4 draufschreiben und einfach mein Video liken und Abonnente meines Kanals sein. Mehr braucht ihr nicht zu machen. Es sollte eigentlich ein Bayram, also ein Ramazan Bayram Geschenk sein. Leider konnte ich, wie gesagt, da ich in die Türkei musste, nicht mein Video zeitlich drehen. Trotzdem werde ich euch das alles versuchen zu verschenken. Ich hoffe, ihr macht alle mit und die was noch? Ja, und die Bedingungen werde ich euch nochmal in die Infobox reintun. Ich werde sogar nochmal die Inhalte in die Infobox reinschreiben, damit ihr nochmal reingucken könnt, was genau welche Marke in welchem in welcher Box beinhaltet. Und zum Schluss wollte ich mich bei euch wirklich, wirklich herzlich bedanken für die tollen Kommentare. Ihr habt mich wirklich bis jetzt ein Jahr lang, ich bin seit einem Jahr YouTuberin,
Genau, seit einem Jahr habt ihr mich sehr lieb begleitet und deswegen solltet ihr das bitte als ein Geschenk sehen. Die kleinen als Dankeschönsgeschenk, das sind zwar sehr kleine und nicht weit spektakuläre Sachen, aber ich verspreche euch, bald kommt etwas noch Schöneres. Also bald kommt eine super schöne Verlosung. Mit bald ist jetzt nicht wirklich bald gemeint, aber ich habe im Kopf einige andere Geschenkideen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seht einfach mein Video als Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Ich habe euch ganz doll lieb. Eure Hijab Flowers. Ciao.